Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Forge of Empires. Wir haben das gestern schon mal, oder ich habe das gestern schon mal angefangen. Das Tutorial fertig gespielt und jetzt okay, und ich habe auch meine E-Mail-Adresse ein. Bis gleich. Die E-Mail-Adresse eingeben und fertig. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier noch nichts. Ich muss auf Kampagne gehen. Konstruktion erforschen. Okay, forschen. Konstruktion. Erstmal ein paar Freunde eingeladen oder Freundschaftsanfragen verteilt, versendet. Einen anderen Sektor erobern. Das ist jetzt auf der Karte. Okay, jetzt müssen wir wieder
ein paar ausbilden. Jetzt soll ich das nächste Gebiet in Besitz nehmen. Bin wir den nochmal schnell raus. Sicher, sicher. Auf Autokampf. Ah, okay. Ich wollte mal schauen, was da passiert. Eine Trophäe der Jagdlager produzieren. Okay. Jagdlager, eine Trophäe. Noch was da? Nee. Bezahle ich mal die 5. Flasche produzieren und eine beliebige Technologie erforschen. Schauen wir mal bei Technologie. Ich habe noch 5 Stück. Also kann hier Kampf produzieren, bessere Häuser, Werkzeug, also ein weiteres Grundstück oder irgendwas, wo man bauen kann. Da kriege ich dann, was kriege ich da? Den Obstgarten. Den kann ich allerdings nicht fertig machen, weil ich nur noch 5 Breze habe. Was mache ich denn? Ich nehme mal das Haus. Ich habe solches was erforscht. Freischalten vergessen zu drücken. Gut,
Dann muss ich jetzt eine Flasche produzieren. Eine Flasche. Gibt es in der Töpferei. Das ist hier. Ist das neue Haus, was er jetzt erforscht haben? Jetzt brauche ich 100 solche Werkzeuge, muss ich verdienen. Da bin ich schon am Produzieren. Wenn ich den produziere, kriege ich 169. Nein, das kostet 169. Da kriege ich 10. Ganz knapp. Wohngebäude errichten. Okay. Da müssen wir erstmal ein bisschen Platz, obwohl da können wir noch ein.
zum Bauen. Zwei Flaschen produzieren. Eine Dekoration errichten. Zwei Flaschen produzieren. Ja. Ich mache hier jetzt gerade mal so gut, dass er weg umsonst ist. Mein Wohngebiet.
zweite war es eine Flasche. Ja, für mich sieht das ein bisschen eher aus wie eine Vase als eine Flasche. Eine beliebige Forschung erforschen. Gehen wir wieder auf Forschung. Das kostet 5. Und dafür mir einer. Einmal für 100 Gold. Bananen produzieren, da brauche ich jetzt das Obstding ins Boot. Da bräuchte ich den jetzt. Ach je. Also, bei denen kommen wir nicht weiter. Da sind wir gerade dran. Irgendwo gab es hier noch mal ein Versteck. Schloss. Hier ist später der Hafen. Gefecht.
Ich weiß es nicht mehr. Ah, da. Das war jetzt also fertig. Ein Pfahlbau errichten. Das waren die hier. Eine Hütte hat. Steinzeithütte hat wie viele Leute drin? Steht da nicht. 14 Leute, 32 und 22. Wir bauen jetzt so ein Haus. Perfekt. Perfekt. Ich muss noch eine Töpferei bauen. Gut. Dann haben wir die nächste Quest auch gleich fertig. Hmm.
So. Soll ich hier noch etwas produzieren? Nee. Solange wir nichts brauchen, brauche ich auch nichts produzieren. Handel. Gebäude errichten. Baumenü. Zwei kleine Töpfe produzieren. Okay, kleine Töpfe. Kleine Töpfe. Wie lange dauert das jetzt? Ah, eine Viertelstunde. Achso. Das ist ja jetzt gemein. Ich muss weniger als 10. Ja, das kann ich nicht produzieren. Da muss ich erstmal jetzt. Fertig ist, kann ich den Kleinen verkaufen. Ich kann mal gucken, hier passen 14 rein. Hier ist 32 und hier 22. Dann habe ich hier gleich 42.
Verkaufen wir jetzt. Verkaufen den hier. So, jetzt wird man noch Bevölkerung los. Ach, so ein Mist. Ich brauche eine kleine Hütte. Schon wieder so eine verkaufen. Dann habe ich 12. Habe ich noch eine kleine Hütte. Was mache ich hier? Noch eine kleine Hütte. Ah, jetzt. So, endlich. Forschungspunkt kaufen. Okay, das geht auch. Kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt auf 250 zufrieden. Eieiei. Brauche ich jetzt das hier wieder? Das ist plus 18, plus 72. Jetzt noch 34. 34. Hm. Machen wir noch so ein. Was wollen die nur immer hier haben? Ach, jetzt muss ich wieder Bevölkerung bauen. Die können sich auch nicht entscheiden hier. Scheiße, da fehlen noch ein paar. Verkaufen. Okay, dann.
habe ich gleich keine Diamanten mehr. Zwei Krüge bauen. Okay. Ach, das dauert einen Tag auch noch. Ja gut, ich würde mal sagen, dann war es das sowieso für heute. Die verkaufen wir einfach wieder hier. Also wir brauchen wieder einen hin. Oder der reicht nicht. Eine Blume würde sogar reichen. Und fertig. Sind aber jetzt ganz schön sauer, die Leute hier. Nur weil ich ein bisschen Bäume und so weggemacht habe. Ach, Mensch. Guck mal, wie kriegt er das hier? Es wollte noch was haben. So. Damit oh, das ist doch nice. Damit kann ich jetzt forschen. Jetzt nämlich könnte ich oder muss ich ein genau den hier bauen. Aber ich habe kein Geld mehr. Aber das ist auch kein Problem, weil Geld, da komme ich ran. Auf der Karte. Fangen wir mal hier an. Angriff. Das wird ein bisschen schwierig, aber schafft er bestimmt. Nein, schafft er nicht. Kaserne produzieren. Schneller, schneller, schneller.
guck mal, entweder warte ich ein paar Sekunden oder ich bezahle 50 Diamanten. Verrückt. Verrückt. Den kann ich noch freikaufen. Oh, jetzt kann ich auch keine mehr produzieren. Na gut. Dann stehe ich jetzt ein bisschen auf den Schlauch und müsste ein bisschen warten. Die beiden sind am Produzieren, das dauert einen Tag. Und die Forschung. Forschung bräuchte ich, glaube ich, jetzt gar nichts. Die Bananen bräuchte ich. Dafür bräuchte ich die Bananenplantage. Allerdings, die Bananenplantage ist mir ein bisschen zu teuer. Leute habe ich. Produzieren. Ach, das dann habe ich auch nur drei. Komme ich auch nicht mit weiter. Schauen wir mal, was das hier ist. Oh, das ist auch schon mal nice. Hab hier gerade Forschung geschenkt gekriegt. Bekommen. Und dann machen wir. 5 habe ich noch. Ah, kann ich nie machen. So ein Mist. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon ganz viele Sachen, was ich machen könnte, aber nicht kann. Inventar, da ist noch. Jetzt habe ich nichts mehr alles benutzt. Also das nächste wäre eigentlich die Obstplantage, die ich bauen müsste. Die sind in Bearbeitung gegen die Bananen. Deswegen muss ich die Obstplantage bauen. Da kriege ich 2 Baupläne.
Jetzt habe ich noch einen. Mit dem einen kann ich nichts mehr machen. Also fertig. Die Karte gehen. Ich mache jetzt den Kampf persönlich, nicht auf Automatik. Na gut. Gut, das war's dann für heute. Mit der Niederlage höre ich erstmal auf. Spiel beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.